Okay. Ja, so, wir haben uns beide mal umgezogen. Gibt ja das Klischee vom unordentlichen Psychiatriepatienten, der sich nicht pflegen kann und keine vernünftigen Anzüge zu Hause hat. Haben wir nun doch hier mit ein bisschen was aufgelockert. Ja. Wollen wir nochmal reden? Ja. Was denn? Ich vermute mal Maßregelvertur in der Psychiatrie. Sprich, das, was man unter Forensik versteht. Ne? Ja, Forensik, ja. Das ist ein heikles Thema. Ne? Es gibt da natürlich viele Triebtäter, aber nicht ausschließlich. Also ich kenne einen, der ist in der Forensik gelandet, weil er 300 Mal Brötchen geklaut hat. Oder 100 Mal Brötchen geklaut hat. Und da sitzt er jetzt schon eine Zeit fest. Je nachdem, wie ich das, was für Paragraphen man bekommt. Ne? Also ich kenne die Paragraphen nicht alle auswendig. Was sagst du dazu, Alfons Forensik? Ja, also ich würde sagen, komm, Alfons. Dass diese Tabletten... Nein, Forensik, die forensischen Patienten, wie zum Beispiel Ramis, Roland und so. Die für forensische Patienten? Ja. Dass viele unschuldig da sitzen, aufgrund falscher Gutachten? Ja. Die ganzen Sätze. Unglückliche Umstände. Ja, erzähl mal. Ja, dass nur durch ein Gutachten wieder da rauskommen. Und das ist sehr unwahrscheinlich. Das ist sehr unwahrscheinlich, genau. Also man muss generell sagen, als Forensiker wird man ja nie richtig entlassen, man wird beurlaubt. Ne? Das ist ja das Paradox an der Sache. Man sitzt nicht seine Haftstrafe ab wie ein normaler Verbrecher, sondern man wird eingewiesen, bis man dann eine psychische Besserung erfährt, was dann eigentlich wieder in der Hand der Psychologen liegt und Psychiater. Und wenn die einem nicht attestieren, dass man sich gebessert hat, dann wird man nie wieder freier Mensch sein. Ja, die Insassen werden eben als psychisch krank etikettiert und das bleibt. Und im günstigsten Falle werden sie halt dann nach 10, 20 Jahren beurlaubt. Also ambulant weiter mit Psychopharmaka ruhig gestellt. Ja, und man hat keine Wahl in der Forensik. Da muss man Psychopharmaka nehmen, sonst wird man festgeschnallt. Erzähl mal, Alba, also die schlimmste Station ist von den forensischen Abteilungen die forensische Krise. Das ist FC, also von der mir bekannten Psychiatrie. In Düren, ne? In Düren, ja. Das ist, also da war ich selber noch nicht, aber da soll es übel zugehen. Also ja, man kann nicht mal mehr einen Kaffeelöffel in die Kaffeetasse, einen Zuckerlöffel in die Kaffeetasse führen, ne? Weil die Psychopharmaka natürlich entsprechend den Körper, wie sagst du? Schwächen und verkrampfen. Ne? Ja, verkrampfen. Entstellen. Oder zum Beispiel jetzt hat sich vom Forensikexperten des BPE gehört, einer, der dann auch dabei war zu erblinden durch die Zwangsmedikation. Das kann passieren. Also verschiedene Sachen wie Promethazin kann auf die Augen wirken, auf den Sehnerv. Die Piperon zum Beispiel auch, glaube ich. Drastisch verkürzte Lebenserwartung bei all den Insassen. Ne? Im Grunde ja eine doppelte und dreifache Strafe. Wer jetzt ins Gefängnis kommt, wird irgendwann entlassen. In der Forensik wird man nicht mehr entlassen. Günstigstenfalls irgendwann mal beurlaubt. Also ambulant weiter gefordert mit Psychopharmaka. Die schwerste Strafe, die wir kennen, ist eigentlich das Einsperren. Aber in der Psychiatrie eben die Körperstrafe, das Zudröhnen mit Psychopharmaka gegen den Willen und letzten Endes auch das Töten. Die Präparate reduzieren ja die Lebenserwartung drastisch. Ja, das kann ich so nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich habe da keine Studien drüber gelesen, aber ich kann zum Beispiel sagen, dass bei mir meine Leberwerte sind stark erhöht. Meine Blutzuckerwerte sind stark erhöht, mein Körpergewicht ist stark erhöht, ich habe Probleme mit den Zähnen. Und du warst ja vor 11 Jahren oder so, warst du ganz fit und sportlich, ne? Vor 10 Jahren war ich 80 Kilo schwer. 50 bis 80 Kilo auf 1 Meter
87. Ich bin täglich, also fast täglich ins Bodybuilding-Studio gerannt. Also gefahren besser mit dem Auto. Ich hatte so ungefähr deine Statur, ein bisschen kräftiger vom Muskelaufbau. Ja, und ich war eigentlich, hätte nie gedacht, dass sich daran mal was ändert. Ne? Ja, die Abhängigkeit halt von diesen Psychodrogen, ne? Psychopharmaka. Neuroleptika, genauer gesagt. Naja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ohne die Neuroleptika passiert ist. Ich kann nur sagen, was mit den Neuroleptika passiert ist, weil ich bin trotzdem aus verschiedenen Gründen noch danach 7-mal krank geworden. Du meinst, du bist in der Schöpfung gelandet wegen... Nee, das noch nicht. Ich habe auch psychotische Episoden zu Hause durchgestanden, 2 Stück, oder? Das ist eigentlich ein sehr unerfreuliches Erlebnis, wenn man es zu Hause macht. Psychotische Episoden, da kann mit der Bezeichnung kann jetzt niemand was anfangen. Was du meinst, Wahnvorstellungen, extreme Wahnvorstellungen. Also ich habe dann hier zu Hause angefangen, irgendwelche Router zu basteln, um irgendwie geheime Informationen von A nach B zu schalten. Dann kam irgendwie, ich war damals so ein quasi Arbeitsverhältnis. Dann kam dann der Linux-Admin und meinte, was machst du denn da? Das kann ja technisch gar nicht funktionieren, was du da machst. Also ich war quasi der Meinung, dass das, was ich theoretisch da gebastelt hatte, also ich hatte mal so einen Router gebastelt aus dem alten Rechner mit Devil Linux auf Diskette und aus verschiedenen Gründen funktioniert das nicht. Aber ich dachte, es funktionierte, weil die Anzeige war eigentlich optimal. Also ich hatte dann auch die Vorstellung später, ich habe dann irgendwann Linux auf meinen Rechner installiert, weil mein Windows kaputt gegangen ist. Und dann hatte ich so die Vorstellung, dass jeder Prozess, also jeder Hintergrundprozess von diesem SUSE-System, das war damals noch SUSE 9 oder SUSE, ja, sowas, dass das eine Gehirnfunktion von mir ist. Also ich war schon sehr und habe damit auch schon doch meine Verwandten recht irritiert. Ne? In der eigenen Welt, ne? Also es wirkt auf Außenstehende irritierend, das Verhalten von wie willst du das nennen? Wenn du es nicht Psychotiker nennst, wie willst du das dann nennen? Verrücktes Verhalten oder halt sehr eigensinniges? Das hat Verhalten. Ja so, also es ist ja verrückt, also ich weiß nicht, ob der Terminus verrückt oder Psychotiker und was davon besser ist. Verrückt ist ja eigentlich eher ein Terminus. Ja, eigensinniges Verhalten? Oder auffälliges. Ungewöhnliches Verhalten, ne? Verhalten, ja. Ja. Dass dann die Psychiatrie als Aufhänger benutzt, um zu behaupten, man sei erkrankt und müsse pharmakologische Drogen einnehmen als angebliches Medikament. Ja, ich muss sagen, das Interessante daran ist, dass ich im normalen Zustand so weit meine Emotionen kontrolliere, dass man in meinem Gesicht keinerlei Gemütszustand mehr ablesen kann. Und auch ich selber irgendwie nur dann denke, ich wäre gesund, wenn ich keinerlei Emotionen verspüre. Das ist ja gerade das Prinzip der Psychiatrie. Emotionen sind Krankheiten, also müssen Emotionen verhindert werden. Entweder mit Elektroschocktherapie, oder eben mit Psychopharmaka. Bloß keine Emotionen, weil sobald eine Emotion ist, ist es eine Krankheit. Das Gefühl Trauer oder Niedergeschlagenheit als Depression oder Fantasie als Schizophrenie, alles was Emotion ist, ist eine Krankheit laut Psychiatrie. Ja, gut. So, da waren wir auch schon wesentlich besser drauf. Ja.